Was? Sag das mal, Eck ist ein Wrist-Bunny? Ach, sind wir hinter dieser Glastür. Oh, sorry. Ach so. Nee, ein Angsthase bin ich ja nicht. Bin nur vorsichtig. Hey, da betet auch einer. Leute! Habt doch Gnade! Ist irgendwo was hier noch? Nee, ne? Habt doch Gnade mit mir! Hier sind gleich zwei, die beten. Okay, jeweils... Ja, ich bin dran, ich suche ja schon. Oha. Aber. Ja, ihr könnt klippen, was das Zeug hält, ne? Also ihr könnt gerne klippen und verteilen und alles gerne machen. Diese Kirchenmucke, ey. Hier ist auch nix. Mann, gibt's hier nicht irgendwo mal eine scheiß Batterie? Glaub mir, ich hab mich vorhin schon richtig erschrocken. Ah, hier. Dokumente. So, Dokumente. Zeit zum Lesen. Schauen wir mal. Das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unseren Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze mein Evangelium in mein Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was sie sich denken. Ich finde es aber cool. Also, Interaktion ist eine geile Sache. Das macht das ja auch alles so aus. Oh ja, Saw ist auch... Saw ist krank. Da gebe ich dir recht. Saw ist... Ah, Batterie. Saw ist krank. Ja, er ist schon extrem hart. Hm. Und jetzt? Okay, dahinter kommen wir nicht. Hm. Ja, Saw ist Saw 3, also Saw 3 ist irgendwie mein Lieblings-Saw-Film. Allerdings auch einer, wo ich sagen würde, boah, nee. Also ganz ehrlich, diese Szene zum Schluss da, wo er der am Kreuz da hängt. Alter, das ist schon extrem derbe. Scheiße, wo geht's denn jetzt weiter hier? Kacke. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir das hier wegnehmen können. Okay, oder kennst du die einen von Fleischfalle? Die finde ich am krankesten. Oh ja, die ist auch übel. Die ist auch übel. Shit, wo geht's weiter? Allgemein, die ganzen...
Wo sie sich dann, ja genau, Arme, Beine und dann zum Schluss der Kopf. Ganz genau, Olli. Ist schon echt übel. Ja, der ist echt ekelhaft. Scheiße, wo geht's denn lang jetzt? Irgendwo muss es doch weitergehen. Ist dicht, okay. Da sind wir gekommen, okay. Da sind wir reingekommen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Warte mal. Ich wollte gerade das Fenster. Ach je. Na ganz toll. Und wenn Sims hier. Lecker Ass. Was steht da? God hates sickness. Das ist hier so krank, ganz ehrlich. Dann sind wir auf der Seite. Chapel. Oh Gott. Oh Gott. Lümmelmänner, ja. Deswegen bin ich da auch nicht gerade darauf hingegangen. Yes, endlich. Oh Gott. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Der ist doch nicht ganz knutzbar. Boah. Okay. Ein Aufzug bringt dich zum Hauptausgang, okay? Und wo ist der Hauptausgang? Ah. Gott, die sind doch krank hier. Tür ist zu. Ja, gute Frage. Ja, jetzt ist er knusper. Weiß bloß nicht, wie wir jetzt weitermachen. Okay, die machen mir die Tür auf. Alter, ey. Das ist hier alles sehr, 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 sehr krank. Weißt du, hier mit dem Schlüssel? Nee, ich suche jetzt den Aufzug. Oh shit. Einfach laufen, 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 laufen. Irgendwo zum Aufzug. Irgendwo ist ein Aufzug. Oh Scheiße. Ah! Da vorne, würde ich sagen. Nein! Oh, oh, komm!
Scheiße, Klos. Scheiße. Lass mich gehen. Hau ab, lass mich durch. Mach Platz, Mann. Okay. Alter. Leck's mir um. Okay, wie gesagt, noch kein Plan, wo der Fahrstuhl ist. Okay, ich war jetzt schneller. Wie gesagt, keine Ahnung. Scheiße, wieder in die Kackklos. Okay. Ganz ruhig, Brauner, geh weg. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Gott. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Schlimmste noch immer bevorsteht. Ja, ich weiß, aber das Intelligente ist ja, das war ja bei Alien Isolation genauso, dass das Vieh ständig dazugelernt hat. Okay, da geht's. Hier lang. Jetzt sind wir wieder in der Küche. Okay, warte mal, da oben. Können wir hier oben lang. Habe ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Die Tür ist vernagelt. Da hinten was liegt. Yes, sehr geil. Okay, auf geht's. Hoffe ich mal. Runter. Warte mal, was muss... Aufzubringen zum Hauptausgang, okay. Ist das nicht ein bisschen tief? War ja so klar. Es war so klar. Es wäre zu einfach gewesen, ne? Es wäre zu einfach gewesen. Oh yeah. Oh ja. Echt krass, echt hell. Vorhin brauchen wir wenigstens mal nicht unsere Kamera. Oh shit. Laboratorien. Ist niemals gut.
Okay, hier ist noch ein Dokument. Ich habe so das Gefühl, wir sind relativ am Ende. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrst du doch in deinen Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Alles klar. Alter, ist das eklig hier, ey. Boah. Oh, Batterie. In den Gedärmen lagen die Batterien. Active. Jetzt wird es leider wieder dunkel. Es war so schön. Okay, wenn er speichert, ist das immer... eine interessante Sache. Alter, wie die hier einfach mal zerfetzt sind, ne? Alter, das ist so... boah! Das ist so widerlich. Block A. Steht da? Morphogenic Engine Chambers. Na super. Das beruhigt mich jetzt. Nothing. Das beruhigt mich total. Das macht mich jetzt hier total ruhig. Alter, das wird ja immer schlimmer hier. Boah. 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 Igitt. Verdammt nochmal. Leute. Ah. Mein Gott. Ha. Ah. Also ich hoffe für euch, falls ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, da machen wir dann ja auf jeden Fall weiter. Ich versuche das heute mit euch durchzubringen und nächste Woche dann Whistleblower. Und wenn es nächste Woche nicht zu warm sein sollte, dann könnt ihr da mal richtig Gas geben, weil dann habe ich auf jeden Fall die Facecam wieder an. Und ich denke mal, dann wird das noch eine Nummer härter werden. Alter, wie ekelhaft hier. Wie gesagt, es ist immer temperaturabhängig, ne? Also 27 Grad, dann die Leuchten hier noch anmachen, ungern. Also drückt uns allen die Daumen, dass es etwas kühler wird. So. Wieder was zum Lesen. Obduktion nach dem Tod. Oh Gott, das ist ja viel. Projekt Wallrider. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corp zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkung. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, zweifle an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Na lecker. Ah, diesmal nicht.
Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Eieiei. So, mal ganz kurz, für eine Sekunde mal kurz AFK. Bin gleich wieder da. So, sorry, aber der Regiehund verlangte nach Aufmerksamkeit. Nochmal kurz einen Schluck trinken. Weil vorlesen macht durstig. So, weiter geht's, Freunde. Das ist auf jeden Fall alles hier sehr ekelhaft. Delivery Exit, okay. Okay. Sehr interessant hier. Mhm. Block A. What? B. Exit, da draußen ist Freiheit. Alter. Okay. Scheiße. Ich lauf mal. Ich habe keine Ahnung, wohin. Aber irgendwas ist jetzt hier losgegangen. Oh, shit. Wow, 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 wow. Chase here, bud.